wünschte, wir hätten dich ans Bliss verloren, Deputy. Zum Glück war der Sheriff zur Stelle. Gib dein Bestes, um dich zu revanchieren. Wir vermissen Katrina und ihr Team. Let's go. Und Deputy, ich muss dich was fragen. Hast du schon mal von einem Kerl namens Feeney gehört? Er war der Apotheker der Stadt. Viele haben ihn respektiert, hielten ihn für eine Stütze der Gemeinde. In Wahrheit war er nur ein Drogendealer. Feeney ist jetzt bei der Sekte, hat dem geholfen, Bliss zu erschaffen. Er soll oben bei den Jessop-Gewächshäusern sein. Da gab es einen wunderschönen Lichthof, bevor... Ja, bevor. Jetzt bevor. Feeney das, um sein Gift anzubauen. Überall nur noch Felder von diesen grässlichen Blumen. Also dachte ich, wenn du da zufällig vorbeikommst und seine Blumen verbrennst, ich wette, dann kommt Feeney bestimmt panisch angelaufen. Aber nur ganz, ganz zufällig. Ganz, ganz zufällig. Wie nett. Gute Arbeit, das mit dem Gefängnis. Danke, wenn ihr mich wieder nicht vorbeilässt, dann schlage ich euch wieder. Wie weit haben wir's? What the fuck? Der zieht das mal sehr weit gern. Ist aber für uns überhaupt kein Problemchen. Und auf und fliegen. Für uns natürlich kein Problem. Natürlich langsam mit rein. Ideal. Wird das sogar schon auf aufsteigen. Und let's go. Könnte natürlich auch ein bisschen schneller gehen, aber ein bisschen beschweren tut man sich da eher weniger. Beschweren kann man sich da eher weniger. Warte. Na, dann ist es halt der Schuss. Na, dann probier's halt. Oh, was haben wir denn da am Boden? Ah, oh, das ist auch ein großes Fleckchen. Na, bist du narrisch. Das ist auch ein gescheites Fleckchen. Da wird sich auch was passieren irgendwann einmal. Ich kann mir so richtig vorstellen, dass das so richtige... ganzen Drogen-Junkies dann in dem Bunker sind, dann am Schluss, wo wir immer unsere Helden, quasi unsere Kollegen, unsere Partner früher befreien. Mhm, 100%. Was? Und wir gleich auch noch den Außenposten befreien. Alles klar. Gerne. Sehr. So, schauen wir das mal gleich mal so machen. Du machst gleich den Außenposten befreien. Schauen wir das mal an. Ich glaube, den Helikopter kann man jetzt nicht mehr benutzen. Oh, da war nicht. Später dann schon, ja. Er ist noch spielbar anscheinend. Er ist nur spielbar. Das Ziel ja mehr. Hey, Deputy, Virgil hier. Sobald du die Gewächshäuser erreichst, musst du da aufräumen. Zünd einfach alle Blitzpflanzen an. Der Rauch lockt Feeney dann aus dem Wald. Viel Glück. Ah. Na dann. Oh Molotow, oh Molotow. wieso brennt das nicht? Ich hab extra was geworfen. Aber wir können ja Brandmunition. Das wird geil. Wenn wir Brandmunition gehabt hätten. Scheiße. Wird so zufällig. Boom. Nee, kann man da nicht kaputt machen. Scheiße. Wie sie mich immer alles rufen. Wahnsinn.
Hoppala, wie ist denn das denn passiert? Ei, da hat sie wieder keine Zahnreißen gehen. Geht doch Schwänze lutschen, ihr Idioten! Oh shit. Oh shit. Hat so helle Fickgesicht! Nee. Das war super. Ja, jetzt können wir da nicht schon. Und Seilrutsche aktivieren. Viel zu einfach! Ha! Da gibt's wieder was Wichtiges. Das hole ich mal jetzt. Egal, wie es jetzt gerade um uns steht. Da brennt es aber ordentlich. Ich habe noch einmal irgendwas gemacht. Und ja. Und. Oh, das ist ein Tierchen. Nein, das ist kein Tierchen. Ich habe immer voll gedacht, das ist ein Tierchen. Alter. Ich glaube, da muss man sich irgendwie... Okay, da brennt sie ganz schön. Da brennt sie ganz schön. Okay. So, zack. Was, gut angriffen. Da mal den netten Übeltäter. Kann man das nicht irgendwie abschalten? Das Wasser oder so? Das wäre sehr... Oder quasi, dass was verstreut wird und so. Was? Müssen wir doch irgendwie abschalten können. Damit das ja nicht weiter befeuchtet wird. Dann können wir sonst nichts machen. Da haben wir es. Dann machen wir mal das erste. Deshalb hat es auch nicht beim ersten Mal funktioniert. Naja, das wäre eine Idee gewesen, dass da eigentlich alles gebrannt hätte. Eigentlich. Zack, 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 zack. Und zack. So, passt. Passt. Alter, brenn jetzt endlich. Sehr wild. Ha! Nein, immerhin. Befreit haben wir es auch gleich. Wir sind immer noch nicht fertig. Sorry. Das ist uns noch alles abfackeln. Aber es ist immerhin schon am neuen Anfang. Mir nicht was. Läppchen Team, hört sich nach Ärger bei dir an. Sei vorsichtig und vergiss nicht, du musst diese Blitzfelder abbrennen. So rufst du Fini auf den Plan. So, dann machen wir das auch noch. Und brennen. Hier erzählt man, Rachel Jessop hätte die Gewächshäuser schon vor einer Weile der Sekte überlassen. Sie hat Eaton's Gate wohl nicht als das erkannt, was es ist. Oder vielleicht war es ihr auch einfach egal. Die Leute meinen, dort hätte die Sekte auch ausgetüftelt, wie man diese ganzen Blumen Bliss verwandelt. Die Angels, die Judges, der Nebel, das ganze Elend. Hey, Deputy! Fini kommt zu dir. Mach dich bereit, das ist deine Chance. Alles klar. Okay, hier ist Fini. Wir sind gerade eingetroffen. Was geht da unten vor? Halt wirklich was Orges. Oh, wir müssen Fini erledigen. Alles klar. Bro, wir könnten dich gut gebrauchen. Vielleicht, wenn es dann eliminieren könnte, ist, wenn der wegfliegt. Und wir schon, dass wir da so quasi ein bisschen hinterher kommen. Ja, lass mich mitfahren, lass mich mitfahren. Was? Lass angreifen. Wir fahren, fahren. Verstanden. Passt. Okay, Finis Aufenthalt. Ist ein bisschen weiter entfernt. Super. Ja. Ich nehme mal das. Oder gibt es überhaupt noch das Bike? Tut so weh, Wahnsinn.
Mist, wie sie mit ist. Überhaupt nicht interessiert. Nehmen wir das Auto, oder? Wir nehmen das Auto, Bierchen. Ja, ich vergaß. Cheeseburger. Sorry, Cheeseburger. Wir müssen gehen. Wir nehmen das Auto. Besser, wir nehmen das Auto. Kannst sogar hinten dort mitfahren. Okay, wir nehmen was hin. Obwohl ich mich sogar extra noch angreifen lassen habe. Hoppala! Das ist aber unabsichtlich gewesen. Sehr, sehr unabsichtlich. Zack. Kann nochmal passieren. Wollte man eigentlich nicht. Retten, Schatz halten. Natürlich ein bisschen anders da, aber nicht gut. Ist nicht zufällig gestorben. Ne. Fahrt schon weiter. Okay, okay. Nein, ich will nicht schon wieder welche arme Zivilisten umbringen. Nicht schon wieder. Aha, ja, ich hab's mir schon gedacht wegen dem Rauch. Trotzdem müssen wir verbauen. Beim nächsten Mal. Ach, doch, führt der Weg wunderschön dort rauf. Den nehmen wir gleich so entlang. Aber gefällt. Hi. Bonghorn. Nein, ja, warum wir das? Aber wenn wir ein wichtiges Jagdgebiet finden, perfekt. Wenn wir das Jagdgebiet finden, was wir brauchen, dann ist es ideal. Ha! Haben sie wenigstens gleich entdeckt, dass ich da bin. Ha! Ich komme auch nochmal ran. Oh shit. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Was? Ah, oh, wunderschön mit der Pistole alle mal gemacht. Haha. Tutor? Ja, genau, ich hab's mir schon gedacht. Glaubst du, du kannst das aufhalten? Das ist sicher. Und tschüss. Einmal. Ah, krieg's auch noch in die Fresse. Und tschüss. Ich bin stolz auf dich, Deputy. Und ich glaube, mein Sohn wäre es sicher auch.